Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wertgeschätzt. Sven, Jubiläum. Ja, die 100. Die 100. Podcast-Folge. Ja, wer hätte das gedacht? Verrückt. Ja, wie schnell die Zeit verging. Vor anderthalb Jahren gestartet. Jetzt haben wir die 100 voll. Hättest du das gedacht? Ist das durchhalten? Oh, nicht immer zwischenzeitlich, aber irgendwo, dass wir es getan haben. Nee, so ist es ja schön, wenn man dann zurückblickt. Aber die 100. Folge ist ja nicht nur die 100. Folge. Sie ist erst der Anfang. Sie ist erst der Anfang und wir nehmen sie heute in einem neuen Zimmer auf. Stimmt, wie ihr erkennen könnt, erstmalig in unserem neuen Videozimmer. Ich denke, das können wir zukünftig für solche Themen auch benutzen, oder? Können wir, und war genauso ein weiter Weg wie 100 Folgen gefühlt. Was das für einen Aufwand verschluckt hat. Aber gut, jetzt haben wir es, können wir irgendwann nochmal zeigen. Also, ja. Ja, definitiv nochmal ein dickes Dankeschön an Vinny und Marc, die uns hier tatkräftig unterstützt haben, weil alleine hätten wir das definitiv nicht geschafft, weil so viel Technik, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Lampen. Ja, lass mich mal sagen. Umgebungslicht hier mit LEDs plus 3 Kameras laufen gerade. Ja, was man so alles braucht heutzutage. Okay, aber was machen wir denn heute? Jetzt ist die 100. Folge und was wollen wir hier machen? Ja, gut zu feiern, würde ich sagen, oder? Ja, ich denke, wir trinken was, oder? Wir trinken was dann. Ich habe mal was mitgebracht. Dann sag mal, was hast du denn mitgebracht? Ein Single Malt. Du guckst dir das schon mal an. Kennst du den? Nein, natürlich kenne ich ihn nicht. Ist ein Bier. Ja, mich beruhigt, was du auch immer unter mild verstehst. Also, es ist ein Gordon McPhail. 14 Jahre, ich glaube, dem Anlass entsprechend. Ach, ich vertraue dir da voll und ganz. Du bist ja der Kenner. Es gibt keine Cola. Ja. Nein, trinken wir ihn, wie er kommt. Viel, wenig. Du bist erkältet, ne? Müsste man eigentlich. Also immer mehr, ja. Sagst Stopp, ne? Ja, danke schön. Na dann, das ist ja mal ein Anlass. Oh, das ist Product Placement, ob wir das so sauber machen dürfen, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Die Flasche, ne? Ja, versteck's dir mal, ist jetzt ja auch egal. Jetzt sieht's keiner mehr. Dann. Ja, cheers. Auf die 100. Schmeckt der nicht? Soweit würde ich nicht gehen, aber ist jetzt so nicht mein Ding. Soll ich die Cola? Ach nein, alles gut, alles gut. Das schaffen wir. Gut, aber. Aber der ist nicht rauchig. Also es ist ein ganz milder. Ja, wenn du sagst, dann ist er nicht rauchig. Na gut, aber 100. Wir sind ja nicht nur zum Trinken jetzt hier. Aber kleine Anekdote, weißt du noch, unsere allererste Veranstaltung, wo wir noch in Düsseldorf unser erstes Büro hatten? Da haben wir auch ein Whisky-Tasting gemacht. Also das muss ich mir so vorstellen, die Besucher waren vor Ort und auf einmal ging der Dudelsack los und hat sich alle erschreckt. Und danach haben wir natürlich auch ein nettes Whisky-Tasting gemacht. Das passend zur Weihnachtszeit. Und seitdem ist das so ein bisschen Tradition bei uns, ne? Das werden wir mal für gewisse immer wieder Anlässe, trinken, ja. Den Whisky mal auspacken, aber auch unterschiedliche Sorten. Ja, schon 7 Jahre her jetzt. Ja, ist verrückt. Das stimmt. Genau, 100. Folge. Wollen wir so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten machen? Zahlen, Daten, Fakten, ja, das ist dein Metier. Dann schieß mal los. Ja, ich habe mal drauf geschaut. Was glaubst du, wo stehen wir jetzt nach anderthalb Jahren? Wir sind ja März 2022 gestartet. Ja. Boah, jetzt so. Also wie viel, schätz mal, wie viel Leute sich den Podcast herunterladen. Also ich würde jetzt vermuten, dass wir dieses Jahr auch 10.000 Downloads kommen. Das sieht, glaube ich, stark danach aus. Wir sind jetzt über 9.000. Könnten noch 2 Monate. Ja. Könnten wir tatsächlich packen. Das wäre mein Ziel, 10.000. Definitiv. Dafür, dass wir. Und es, man muss ja dazu sagen, es ist ja ein fachspezifisches Thema. Wir behandeln ja das Thema Daten und das ist ja nicht so allgemein verdaulich. Aber es kommen immer mehr dazu und die Resonanz ist tatsächlich durchweg positiv. Muss man auch einfach mal mitgeben und hier auch mal ein Dankeschön auch natürlich an die Interviewpartner, die wir immer mal wieder haben. Da können wir auch gleich mal sprechen, was du so dein Highlight war oder was du gut fandst und wen du gerne zukünftig hier drin haben möchtest. Aber ich finde, das bereichert das Ganze natürlich, also dass wir da unterschiedliche Themen haben und wo wir dann halt auch mal über den Tellerrand schauen können. Ja, das auf jeden Fall.
Gut, das sind die Zahlen. Ja gut, wer hätte es gedacht, ne? Wir hatten jetzt ja keine richtigen Ziele uns gesetzt, aber ich finde, ist ja schon mal was. Also, doch, es gab ein Ziel. Wir haben gesagt, wir ziehen das Ding durch. Ja, okay, ich meine jetzt mit konkreten Zahlen. Das hat bei dir nicht immer so geklappt. Es gibt auch Leute, die müssen arbeiten, tut mir leid. Ja. So ist es, aber nee, stimmt schon. Sind ja schon einige Folgen zusammengekommen. Gut, aber Interviewgäste, was war denn so dein Highlight? Oder ist nicht auf die Interviewgäste bezogen, aber was sind denn so deine Highlight-Folgen aus den letzten 100? Was ich spannend fand, war der Podcast mit dem Thomas Balkan, den haben wir jetzt zweimal schon gemacht, zum Thema Nachhaltigkeit und ESG. Und das fand ich inhaltlich sehr, sehr interessant. Und ich denke, für die Unternehmen in den nächsten Jahren kommt da einiges zusammen, was ich als Chance sehe. Von daher fand ich das sehr wertvoll, was Thomas da mit uns geteilt hat. Der hat auch in der Kommission mitgearbeitet. Mhm. Und ich glaube schon, dass das wirklich ein wertvoller Content auch ist, den wir da mitgegeben haben. Und so von den, ja, man muss ja auch mal gucken, wir haben eigentlich eine ganz, ganz witzige Folge, aber die dürfen wir nicht veröffentlichen. Ach so, ja gut. Das war richtig auch klasse, weil da haben wir wirklich viel gelacht und man muss dazu sagen, vielleicht durfte ich deswegen nicht veröffentlichen. Nein, also, weiß ich nicht. Wir hatten sie mal live, aber mussten sie nach wenigen Stunden wieder rausnehmen. Und, aber eigentlich war die wirklich mit dem Sebastian sehr, also innerlich war die top, wirklich. Das war eine ganz, ganz tolle Folge. Wir haben viele Themen bearbeitet, sehr anschaulich rübergebracht, aber leider ist die weg. Naja, gut. Und, die Folge mit dem Dennis Balkan, also relativ aktuell vor ein paar Wochen veröffentlicht. Ja, gut, Thema. Die hat immer einen coolen Titel. Genau, das ging um die Schädlingsbekämpfung, also wie Ratten halt mit IoT und KI eingefangen werden. Und das war mal wirklich so ein Pack-an-Podcast, den du verstehen konntest. Den konntest du meinem Sohn geben können. Und seinen 11 Jahren, und der hätte verstanden, was wir machen, weil es wirklich greifbar war. Manchmal ist das ja für viele zu abstrakt, wenn wir da über solche Themen sprechen. Wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer in diesen Buzzwords drin sind, aber den fand ich richtig gut. Also, ja, der hat auch echt Spaß gemacht, ja. Ja. Der war schön. Ja, gut, wobei das ist, muss ja auch das Ziel sein, ne? Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken. Das heißt, aus meiner Sicht sollten wir mehr pragmatische Anwendungsfälle haben, mehr Kunden vielleicht oder potenzielle Kunden, mit denen wir über echte Projekte reden, echte Probleme, Herausforderungen und weg aus der Theorie. Ne? Ich meine, es ist uns, hoffe ich, bislang gut gelungen, dass wir das immer geschafft haben, aber es sollte auch das Ziel sein, dass wir zukünftig daran festhalten. Haben wir ja bald wieder, ne? Wir, wie die Brunata, wo wir das Thema Liegenschaften nochmal haben, Energieverbräuche, also da werden wir mit den Verantwortlichen haben wir das Projekt ja erfolgreich jetzt umgesetzt. Ja. Und da werden die verantwortlich mit uns da auch mal drüber sprechen, wo sie vorher standen, was die Transformation war, wo sie jetzt stehen und was jetzt die nächsten Schritte sind. Also, dass wir einfach versuchen, wir haben ja tolle Themen, also wir haben ja tolle Projektthemen, die wir mit unserer Software umgesetzt haben, und ich glaube, die werden wir nochmal stärker aufzeigen, damit man auch mal auch mal wirklich weiß, was bringt es in der Praxis. Und damit ist nicht gemeint, nur irgendeinen PowerPoint, ein Power BI-Bericht aufzusetzen oder Tableau dafür einzusetzen, sondern es hat ja einen Grund, warum wir ständig drauf pochen, zu sagen, baut eine Datenbasis auf, aber das nicht manuell, sondern halt auch stark automatisiert. Und zwar so, dass auch Nicht-ITler damit arbeiten können. Ja. Ja, genau. Das Ziel ist ja nicht, einen Bericht zu haben. Nicht möglichst bunt, nicht möglichst schön. Ja, also da wären wir Mehrwert zu haben. Glaube ich, noch ein bisschen tiefer in die Praxis nochmal einsteigen. Das gab Aufklärung. Auch als Rückmeldung. Also aus der Community gab es auch einige Male die Rückmeldung, macht doch ein bisschen mehr die Praxisthemen. Also das können wir auch mit einmal. Ja, sollten wir zu Herzen nehmen, da haben wir noch einiges im Petto. Was hat dir nicht so gut gefallen oder was findest du nicht so gut? Uiuiui. Also durchweg finde ich natürlich das meiste richtig gut, was wir machen. Nein, aber genau. Nee. Also, gut, das ist echt nicht so gut. Also, woran ich nichts habe, sind im Endeffekt irgendwelche Interviewgäste, wo wir einfach nur aufgrund des Interviews ein Interview führen, sage ich mal, wo dann im Endeffekt das gleiche Interview zwei Wochen später in meinem anderen Podcast auftaucht. Ja, sonst so passiert, ne? Definitiv. Also, da haben wir jetzt aber auch draus gelernt, und tatsächlich habe ich jemanden schon abgelehnt. Derjenige kam über LinkedIn, wollte bei uns rein, klang auch erstmal interessant, aber durch das Vorgespräch hat man schon gemerkt, irgendwie wird das nichts oder geht nicht in unsere Richtung,
Weil das Thema ist ja, wir wollen hier Mehrwerte mitgeben. Ja, wir sind auch ein Softwarehaus und natürlich ist das klar, dass wir ab und zu oder sicherlich auch unsere Angebote platzieren, aber das ist dann zu offensichtlich. Also wir wollen ja auch bei einem Thema bleiben. Und ja, genau, ist auch sich verwässert die ganze Zeit. Was man halt feststellt, es gibt ja weitere Data-Podcasts und die angefangen haben, wie I or Die oder Jonas Raschedi, das sind die wirklich ganz, ganz tolle Formate, aber es kommen ja immer weitere noch dazu, muss man ja schon dazu geben. Andere haben jetzt auch erkannt, dass sie sich da platzieren wollen und deren Formate sind zum Teil wirklich das Ganze mit Interviewgästen zu machen und ich finde, wir sollten unsere DNA einfach weiter behalten, dass man auch solche Mindset-Folgen mal machen, die ich zwischendurch mal einschiebe, die auch nicht jedem immer gefallen, aber wir erleben ja auch Dinge, die in den Projekten passieren, weil Menschen zusammenarbeiten und warum Sachen schief gehen. Also, und das sind Sachen, die sprechen wir ganz offen an und ich finde, da sollte man auch so ein bisschen dran bleiben. Ja, genau. Das war ja immer das Ziel aus der Praxis, für die Praxis und das. Genau. Und das ist das, was mir am wenigsten gefällt. Ja. Okay, hättest du denn einen Gast, wo du sagst, boah, den müssten wir unbedingt reinholen? Schwierige Frage. Boah, ein, noch gar keine Gedanken. Ein Gast, also da denke ich ja sowieso nicht weit dran, weißt du, ich denke ja nie so weit. Ein Gast, den ich unbedingt im Podcast haben möchte. Ne, habe ich tatsächlich jetzt keinen Namen auf der Liste. Also habe ich mir auch bisher nicht Gedanken gemacht. Unternehmer oder? Ja, weißt du, wir haben so viele interessante Sachen zu bieten, da denke ich noch nicht an andere. Das ist aber selbstbewusst. Ja, das stimmt. Nein, aber ich habe jetzt tatsächlich keinen auf der Liste, wo ich sagen würde, den sollten wir mal fragen für ein Interview. Nee. Hast du einen? Ja, es gibt ja schon interessante Unternehmen, die sich toll entwickelt haben. Also Palantir finde ich ganz klasse. Es geht ja in die ähnliche Richtung, die wir jetzt anbieten, sind auch wesentlich weiter natürlich. Es ist ein amerikanisches Unternehmen. Meinst du, es sind weiter, ja? Aber ich finde es halt spannend, die Reise oder auch Snowflake würde ich halt mehr erfahren, wie die das geschafft haben, dorthin zu kommen, weil wir auch die Technologie für uns einsetzen. Das sind so sicherlich, weiß ich nicht, ob man so einen Prominenten mal rein, also ich würde es mal sehr interessant finden, mal so einen Frank Thelen zu interviewen. Also nicht, weil er die gewisse Reichweite hat, sondern er gibt ja mal an, dass er sehr, sehr stark in Technologie unterwegs ist, auch sich damit auch sehr, sehr stark beschäftigt, hat ja auch seine eigenen Aktienfonds. Mhm. Und da würde ich schon mal gerne wissen, wie tief sind denn die Kenntnisse? Ist das also sehr oberflächlich oder kann er das wirklich komplett einwerten? Und da so ein bisschen das Ganze mal zu hinterfragen, wäre, glaube ich, sehr spannend. Siehst du, hast ja schon ein eigenes Ziel für 2024 für den Podcast. Aber kann ich mir eine Anekdote erzählen? Wir waren mal auf einer Messe und da habe ich ihn tatsächlich getroffen und da ist der weggerannt. Habe ich ihn angesprochen, ist der weggerannt. Das ist doch ein guter Start. Da hast du ihn auf jeden Fall schon mal schnell überzeugt. Ja. Also von daher mal gucken. Ja, okay. Ja. Gut. Okay, aber unabhängig von den Interviewgästen, wo wird die Reise dann trotzdem hingehen 2024? Jetzt Podcast übergreifend bei uns. Also meinst du allgemein mit der Biman, was passiert? Okay, also die Idee ist ja, dass wir noch stärker in den sozialen Medien präsent sind. Also wir haben ja schon Marketing und Vertrieb, da kommt es wieder durch. Ja, okay, ja. Also dass das noch ein bisschen, also weiter ausgebaut wird, dass wir jeden Kanal bedienen. Mhm. Das wäre so ein Plan. Mhm. Bedeutet halt natürlich, dass wir solche Medien, die wir jetzt hier haben, auch weiter nutzen werden. Mhm. Man muss schon mitgeben, es ist sehr zeitintensiv, das ist nicht mal eben gemacht, sondern es muss wirklich gut durchdacht sein, auch was die Themen betrifft. Das muss man ja sagen. Jede Woche bringen wir eine Folge raus und dieses Thema muss man ja sich erstmal überlegen. Ja, keine Frage. Also das ist ja auch manchmal auch nicht so ganz einfach. Ne? Aber man kriegt es eigentlich ganz gut hin, weil durch die Projekte, die wir haben, durch das Netzwerk, also du kriegst ja genügend Impulse immer mit. Aber okay, das heißt, Präsenz willst du steigern nächstes Jahr. Das wäre eine Sache. Natürlich ist das Ziel natürlich, die Bimano weiter zu skalieren. Hm. Natürlich in Umsatz, aber auch in Mitarbeiter, weil wir haben aktuell Bedarf. Wir suchen Leute, wir haben Stellen ausgeschrieben. Das ist nicht zu knapp. Ja. Genau, und dann werden wir bald auch mal eine separate Folge machen. Wir haben ein Forschungsprojekt, was höchstwahrscheinlich jetzt im Frühjahr nächsten Jahr kommt. Das geht 3 Jahre, siebenstellige Förderungsgelder erwarten uns da und dann werden wir natürlich auch so Themen im Bereich Maschinenbau, Machine Learning, datengetriebene Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Die Software wird ja dadurch auch nochmal verbessert werden. Wir müssen ja neue Bereiche erforschen, ja. Genau, und da freue ich mich auch schon drauf.
Aber dann machen wir das mal separat, wenn das jetzt wirklich in trockenen Tüchern steht. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Ja. Sonst was? Dein Buch. Ach so, mein Gott, monatelange Arbeit. Ja, das stimmt. Aber es ist abgegeben. Ja, es kommt ja nächstes Jahr auch noch wenigstens. Mhm. Aber da müssen wir auch mal separat drüber sprechen. Also die Grundidee ist ja da bei dem Buch, was wir einfach feststellen, viele sind komplett verwirrt oder wissen nicht, wie sie starten sollen. Und das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, man schreibt das Ganze mal nieder und hat einige Strategien, die schnell umsetzbar sind, um wirklich erstens in die Umsetzung zu kommen, weil wir sind ja die Pragmatiker, und aber auch schnell die Erfolge einzuhalten, sondern jetzt wirklich ein dickes Investment zu machen oder jetzt Mitarbeiter großartig einzustellen, sondern mit dem erstmal zu arbeiten, was man hat. Ja. Die Unternehmen haben ja schon einiges, wissen zum Teil, also diese Ordnung erstmal zu bringen und dann zu sagen, wie kann man denn die Datenstrategie tatsächlich erfolgreich dann auch ins Unternehmen etablieren. Und da ist es letztendlich so eine Art Ratgeber, um das Ganze voranzubringen. Mhm. Ja, freue ich mich drauf. Nächstes Jahr im Frühjahr ist es dort. Im Frühjahr, genau. Und dann haben wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit, weil wir da noch zusätzlich eine Akademie anbieten. Also die Konzepte, die jetzt da vorgestellt werden, wir wollen die halt noch weiter ausarbeiten. Dazu gibt es noch eine separate, so eine Art Videokurs, dass wir die Sachen mal ein bisschen näher erklären. Deshalb auch so ein Videozimmer. Das wird jetzt auch nochmal on top kommen. Ja, und nächsten Themen, also unabhängig vom Buch, werden wir natürlich so aktuelle Marktthemen bearbeiten, ne? Nachhaltigkeit, ESG. Da gibt es bald Partnerschaften, die wir offiziell verkünden, wo wir das Ganze gemeinsam an den Markt bringen, weil die Nachfrage fängt jetzt an. Und ich finde, da kommt jetzt das Ganze zum Tragen, was wir die letzten Jahre eigentlich geschafft haben. Also, ne, wir haben eine Plattform gebaut oder entwickelt, die erstmal die Unternehmensdaten abbildet im kaufmännischen Bereich. Dann war ja irgendwann mal die Idee, wir nehmen mal die IoT-Daten von der Produktion auf. Haben wir auch. Wir haben auch Kunden, die das auch einsetzen. Dann war ja dieses Jahr sehr erfolgreich das Energiemanagement, was sogar zertifiziert ist. Und das gibt jetzt einen Schuh und wir können diese Daten nutzen, um die Nachhaltigkeit zu erfüllen. Das heißt, die ganzen Nachhaltigkeitskennzahlen müssen ja berechnet werden. Und es ist nicht nur die CO2-Kennzahl, sondern es fließen ja ganz, ganz viele Rahmenbedingungen rein. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Da freue ich mich auch drauf, dass wir in die Richtung gehen. Weil und vor allem ja nicht losgelöst. Das heißt ja nur in Kombination mit den ersten Themen, die du da genannt hast. Ja, genau. Das ist ja dann eine übergreifende Thematik. Das ist halt das Schöne, dass man dann den Kunden so eine Komplettlösung anbieten kann. Mhm. Dass da wieder nicht so einzelne Systeme stehen, sondern wirklich jeder Teilbereich dadurch abgedeckt werden kann. Und das finde ich super, damit schieben wir sie ja wirklich in die Digitalisierung. Ja, das wird ein großes Thema nächstes Jahr werden, das glaube ich auch. Plus natürlich dann dazu die interne Weiterentwicklung, Forschung, was du schon genannt hast, ja, und vor allem hier auch Wachstum. Genau, der Fokus wird ja auch hier sein, Softwareentwicklung. Ja, klar. Also wir sind ja komplett weg als klassisches Beratungshaus, sondern sind jetzt ein Softwarehaus und da ist der Fokus auch anders. Die Kunden, die Software nutzen, die fordern jetzt auch was. Jetzt muss auch Design und die GUI entsprechend angepasst. Das ist ja euer Thema, was euch jetzt gerade auch sehr stark beschäftigt. Also, und natürlich auch nochmal das Thema Akademie. Also man hat ja auch dieses Jahr gemerkt, wir haben auch einige neue Kunden gewonnen, die fanden das super, was wir da jetzt anbieten, dieser Community-Gedanke, dass wir das weiter ausbauen in Form von Veranstaltungen, in Form von neuen Live-Calls zu bestimmten Themen. Also ich glaube, da haben wir einiges in der Schublade, was wir definitiv als Mehrwert oder als Nutzen für die Kunden auch anbieten können. Ja gut, vor allem vieles, was wir dieses Jahr angestoßen haben, was dann nächstes Jahr wirklich Marktreife hat. Ja, genau. Ja, das denke ich auch, wird ein spannendes Jahr. Siehst du noch was? Gibt es noch irgendwelche Trends, die du unabhängig jetzt... Trends? Gut, natürlich von dem, was du gesagt hast, IoT, ESG und ähnlichen. Gut, ein Trend wird es weiter begleiten. KI. Achso, das wird immer weiter bleiben, immer weiter auch uns in Projekten torpedieren und sicherlich auch, das wird ja weitergehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr weiter deutlich mehr KI-Anfragen kriegen. Aber gut, da haben wir auch das Forschungsprojekt für, da werden wir ja auch noch mal einiges in Sachen KI machen. Und bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Aber Stand jetzt sind wir da ja auch noch ganz, 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 ganz am Anfang. Also jetzt nicht wir, sondern die meisten Unternehmen. Ja, also das kann man tatsächlich mitgeben. Ne? Also auch
auch die Basis, die wir jetzt geschaffen haben, also bei einigen Kunden, also es ist am Anfang tatsächlich erstmal aufräumen. Also ja, aufräumen und aufklären. Ja, die meisten wollen ja, das, was du ja gerade gesagt hast, wollen ja viele direkt. Die wollen ja sofort dorthin, geht aber nicht, weil ohne Daten keine KI. Und das erstmal, das sorgt ja dafür, erstens, dass die Enttäuschung da ist oder die Ernüchterung, weil es ist ja fancy zu sagen, wir haben jetzt eine KI und die macht jetzt alles für uns. Passiert ja nicht. Ja, das stimmt. Genau, aber ich glaube auch, das wird nächstes Jahr weiter gehen und auch da werden wir dann wieder in die Projekte gehen und schauen, dass wir erstmal die Vorarbeit machen. Okay. Siehst du denn Software-Trends oder hast du irgendwas gesehen, was für die Kunden soweit interessant ist, wo man mal drauf gucken. Ich habe eine Idee, aber... Was interessant ist? Ja, was heißt zum einen interessant, aber zum anderen, es kommen ja immer andere Applikationen an den Markt, die viel versprechen und manchmal ist es ja auch so, ja, die können viel, die haben auch viele Funktionen, aber ist die genau für jeden geeignet? Also das, ach so, nee, also da habe ich natürlich, klar, das, was ja in letzter Zeit wo sehr viel Geld drauf geworfen wird, ist der Fabric von Microsoft. Da, wo jetzt natürlich auch Power BI integriert ist. Ja, das wäre mal interessant. Natürlich, dazu können wir auch nochmal eine Podcast-Folge machen, da mal unter die Haube zu gucken. Das, glaube ich, ist ein klassischer, glaube ich, ein klassischer Fall von, da versprechen wir zurzeit noch ein bisschen mehr, als es kann. Ist, glaube ich, ein cooles Tool, aber oder könnte ein cooles Tool werden, nur zu dem jetzigen Zeitpunkt. Erschlägt es natürlich auch viele. Also es ist ja, darf man ja auch nicht vergessen, man kommt jetzt im Endeffekt von, hey, ich mache einen Bericht in Power BI, da sind ja viele noch und Datengrundlage, ja, da versuchen wir die Aufklärung voranzutreiben, aber dann mit dem Fabric das alles zu erschlagen, wow, das ist schon, haben wir schon sehr viel Verwirrung in Unternehmen gesehen. Ja, mich würde auch dann, das ist mal genau analysieren, für wen ist es geeignet? Ist es für den Mittelstand geeignet, der, weiß ich nicht, wo die IT-Abteilung aus 2-3 Menschen besteht? Ja. Oder macht das Sinn, in so einem Großkonzern das Ganze einzuführen? Weil ich erlebe es immer wieder, die Diskussion. Wir nehmen jetzt Microsoft Fabric und dann läuft's. Dann läuft's, ja. So einfach ist es, ne? Ja, aber kaufen und schon hast du es. So einfach ist es ja nicht. Oder die neuen Konzepte, Data Mesh, also dass wir das uns auch nochmal, das ist uns jetzt auch dieses Jahr auch nochmal ein paar Mal auf die Füße gefallen. So, dass dann einfach solche Konzepte auf den Tisch geworfen werden und sagen, ja, danach möchten wir es machen. Und was ich dann aber feststelle, dass die Fachbereiche total überfordert sind. Also kein Schwein interessiert sich für Data Mesh, weil die nicht wissen, was ist das denn? Also es ist natürlich wichtig, dass solche Konzepte da sind, um mal zu schauen, wie kann man das etablieren oder was kann man dafür nutzen. Aber es muss hört auch zum mal Unternehmen passen. Ne? Einmal das und hört auch auf mit diesen Buzzwords dauernd rum. Also ihr verwirrt alle und dann gibt es auch welche, die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht nachzufragen und das kann dann auch dafür sorgen, dass solche Projekte nicht erfolgreich umgesetzt werden. Ja, boah, guck mal, da haben wir auch einen ganzen Blumenstrauß an Themen fürs nächste Jahr. Denke ich schon. So einfach ist es. Deswegen, das wird ja auch weiter vorangehen. Also bin ich gespannt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr, auch für uns. Ja, ja. Und von daher freue ich mich drauf. Vielleicht machen wir noch so eine Weihnachtsfolge nochmal, wo wir ein bisschen in die Anekdoten reingehen. Eine Weihnachtsfolge mit Anekdoten. Ja, können wir gerne machen. Ja, das kommt, ja, stimmt, das ist nicht mehr lang. Können wir gerne machen. Und ja. Dann würde ich sagen, hätten wir es, ne? Das war die 100. Folge. 100. Folge, verrückt. Weitere werden folgen. Okay. Also vielen Dank, dass ihr so fleißig unsere Folgen auch hört. Das haben wir, sehen wir ja in den Zahlen. Wir würden uns aber noch umso mehr freuen, wenn ihr das Ganze auch mal bewertet, weil da steckt ein bisschen Arbeit hinter. Und dem einen oder anderen könnte das Ganze sicherlich nochmal helfen. Also bitte einmal die Mühe machen und eine Bewertung abgeben. Würde uns sicherlich auch helfen, würde uns auch sehr freuen. Und dann begrüßen wir euch nächste Woche schon wieder in der nächsten Folge. So machen wir es. Ja. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao.